Liebevoll, hier ist euer Steinwall. Zurück bei unserer kleinen Länderrückschau und wir machen weiter mit Pommern. Auch das haben wir 1545 das letzte Mal besucht. Damals ja, war die Entwicklung, dass Lübeck Teil Pommerns geworden ist und ansonsten ist nicht viel passiert, relativ stabil war das Land, hatten wir es zurückgelassen. So, wir schauen mal, wir lassen die Zeit vorausgehen, vorauseilen und stieren auf die Karte und gucken mal, was jetzt hier irgendwo passiert. Vermutlich übersehe ich Kleinigkeiten im Randbereich, das ist jetzt auch nicht so entscheidend. So, wir haben hier gesehen, Polen hat sich hier von Ungarn noch ein ganz schönes Stück geholt, ist dadurch gewachsen. Ich glaube, Braunschweig ist auch noch gewachsen eben, in Richtung Sachsen, vermute ich, wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen hatte. Wir machen weiter, wir sind im Jahr 1555. 10 Jahre sind schon vergangen. So, hier gab es eine Veränderung. Ich glaube, Böhmen hatte was gewonnen. Ja. Oh, und jetzt ist richtig viel passiert. Offenbar gab es hier einen Krieg von Pommern und Böhmen gemeinsam gegen Polen, denn die haben gemeinsam hier Land zugewonnen. Böhmen hier ein bisschen und Pommern ein richtig großes Stück hier. Ganz viele neue südliche Provinzen. Das waren bestimmt vier neue Provinzen, schätze ich mal. Okay, 1561 sind wir. So, und jetzt haben wir eine ganz wichtige Entwicklung. Nämlich, hier steht es noch nicht im Schriftzug, aber die Farbe hat sich geändert und wir sehen es auch schon am Wappen. Aus Pommern ist Preußen geworden. Wer hätte das gedacht? Naja gut, es haben sich schon einige gedacht, dass das passieren könnte. Nun ist es geschehen. Also tatsächlich, unser Pommern mit den Greifen ist zu Preußen geworden und die Greifenkönige sind also preußische Könige inzwischen. Waren sie eigentlich schon Königreich? Das müssen wir auch nochmal nachher gucken. Regierungsrang. Hatten wir sie als Herzogtum verlassen? Hm, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ja. Gut, wir machen mal weiter. So. Da habe ich gesehen, Bayern ist hier im Norden, hat gegen Braunschweig gewonnen. Hier hat sich auch Utrecht irgendwie in letzter Zeit noch ausgedehnt in Richtung Westen. Okay, was passiert noch? Ja, irgendwo im Westen. Verden kann sich unabhängig erklären. Lüneburg hatte doch hier starke Besitztümer. Die haben sie inzwischen alle wieder verloren. Und Utrecht besitzt jetzt sogar Hannover. Okay, aber wir gucken vor allem auf Preußen. Ob sich da noch was tut. Vielleicht sollte ich ein bisschen nordwärts scrollen. Hier hat sich was getan. Oh mein Gott, die Sachsen, die haben ja wahnsinnig gewonnen. Haben Brandenburg geschlagen und haben Berlin erobert, wie es aussieht. Sachsen stand kurz vor dem Aus. Oh, wir haben übrigens auch, Preußen hat übrigens auch Ösel gewonnen. Auch das ist jetzt in preußischer Hand. Weiß gar nicht, wann das passiert ist. Hatte ich übersehen, auf jeden Fall. Bemerken wir, Sachsen wird stark und Braunschweig. Warte mal, Braunschweig ist völlig vernichtet. Bayern hat sich einen Teil genommen, Utrecht hat sich einen Teil genommen. Vermutlich auch Sachsen. Das ist das, was jetzt eben passiert ist. Das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung. Braunschweig war die Reformationsmacht Nummer 1 und ist jetzt wirklich verschwunden. So, und wenn ich das richtig sehe, hat Preußen jetzt nochmal eine Provinz von Polen bekommen oder erobert Posen. Wie es aussieht. Und Tragen, weiß ich gar nicht, ob das schon in dem ersten Krieg zu uns gekommen ist. Mensch, hier passiert ja gerade so viel. Okay, wir müssen jetzt gleich ans Ende in die Gegenwart kommen. Das Jahr 1588. Und da passiert aber noch, dass Bayern nochmal richtig stark wird, indem sie sich hier weite Teile von Österreich nochmal sichern. Und Heidelberg bayerisch wird. Nur noch 2 Jahre. So,
Und das war's. Das ist das, was geschehen ist. Und man muss sagen, es ist viel geschehen. Gut, und jetzt gucken wir uns mal die Sache ein bisschen genauer an, was hier Preußen derzeit widerfährt. Und zwar, wir sehen es, sie sind im Krieg mit dem Osmanischen Reich. Allerdings in einem großen Bündnis. Russland, Böhmen, der Livonische Orden, Preußen und Tscherkessien gegen das Osmanische Reich. Eroberung von Jeles ist der Kriegsgrund. Und das heißt, die Osmanen haben den Krieg begonnen. Das ist hier eine Provinz in Russland. Also, das ist der große Kampf. Und im Moment sieht es zumindest so aus, als würden die Osmanen die Oberhand haben. Aber hier sind doch starke Armeen der Russen und auch teilweise der Preußen, zumindest hier in dem Gebiet, aktiv. Also das Kriegsziel verteidigen sie erfolgreich. Allerdings sind die Osmanen wiederum, stehen tatsächlich in Preußen, in Osterode. Die Preußen haben im Moment hier zumindest keine Armee, um dagegen vorzugehen. Die Böhmen, das ist jetzt eine wichtige Information, also Preußen ist nur noch verbündet mit Russland. Das ist also der große Partner hier. Die Böhmen sind allerdings Juniorpartner der Preußen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also es gibt eine Personalunion. Allerdings ist das Freiheitsbestreben dort riesig, sodass die große böhmische Armee hier nicht zum Einsatz kommt. Das ist der Stand der Dinge. Gut, nehmen wir an, auch wenn die Allianz verlieren würde, das würde vermutlich nicht zu einem Gebietsverlust von Preußen führen, eher von Russland. Aber gut, das können wir jetzt nur spekulieren. Hier unten vielleicht noch interessant, dass die Franzosen hier gerade Krieg führen gegen Venedig. Okay, aber das ist ziemlich weit weg jetzt von uns. Gut, gucken wir uns noch ein paar Sachen an. Diplomatisch vielleicht als erstes unsere Rivalen. Da sind ein paar neue dazugekommen. Polen waren Dauerrivale. Jetzt ist auch Litauen und Dänemark ein Rivale. Dänemark war ja früher zu unserer Zeit noch ein Bündnispartner. Und wo wir gerade beim Thema sind, Dänemark ist nach wie vor für die Personalunion, also gewissermaßen die Kalmarer Union, an hier mit Schweden und Norwegen. Also die haben sich tatsächlich noch immer nicht befreien können, obwohl es diese mehreren Unabhängigkeitskriege schon gab. Das ist durchaus interessant. Gut, dann habe ich mir nochmal die Detailzahlen angeschaut. Die Einnahmen sind nicht so gravierend gestiegen, so um 5, 6 etwa. Die Handelseinnahmen sind weiter gesunken, von 10 auf 14. Kann allerdings auch jetzt mit dem Krieg zusammenhängen, wobei die Preußen hat keine wirkliche Handelsflotte. Nun gut, also das ist sicher nicht die große Stärke. So, bei den Technologien sind sie sehr gut dabei. Das letzte Mal hinkten sie noch so ein bisschen hinterher. Diesmal sind sie wirklich vorne mit dabei, was die Technologien betrifft. Und ganz interessant, bei den Ideen haben sie neu gewählt die Entdecker-Ideen, wobei das schon so ein bisschen fraglich ist. Ich habe geguckt, die Preußen haben noch keine oder haben keine Kolonien oder sowas. Also, na gut. So, ansonsten hier ist, glaube ich, nichts Besonderes. Achso, wir wollten nochmal beim... Ja, sie sind ein Königreich. Preußische Monarchie ist, glaube ich, könnte sein, dass es auch im Zusammenhang mit der Gründung von Preußen dann geschieht. So, okay. Militär, deutlich angestiegen. Das Einheitenlimit von damals 25 jetzt auf 37.000. Flotte kaum angestiegen. Das ist aber auch kein Wunder. Allerdings hat sich die Armeeprofessionalität reduziert, seitdem wir das letzte Mal dort waren. Gut, die Untertanen, da hatten wir schon drüber geredet, über Böhmen. Wir können uns vielleicht nochmal die religiöse Situation hier in Europa anschauen. Durch das Erstarken von Preußen ist auch der Protestantismus mit erstarkt. Ansonsten hat sich jetzt nicht so gravierend was verändert, glaube ich. Hier vielleicht noch ein paar. Also doch, der Protestantismus ist auch hier in Mitteldeutschland deutlich stärker geworden. Und die Auseinandersetzung zwischen Schweden und Dänemark könnten sich auch auf religiöser Ebene noch fortsetzen, denn größere Teile Schwedens sind ebenfalls, zumindest von der Provinzbevölkerung her, protestantisch. So, das ist der Stand der Dinge. Es wird sehr interessant sein, Preußen und die Entwicklung in Europa weiter zu verfolgen, aber jetzt machen wir erstmal Schluss und, ach so, nein, eine Sache müssen wir unbedingt noch gucken. Nämlich wer denn jetzt hier der Herrscher ist. Ich hatte das schon mal vorbereitet. Otto der Vierte hat hier einen Großteil der Zeit regiert, die wir erlebt haben. Vermutlich die meisten Erfolge hat er begründet. Die Siege gegen Polen, die Gründung von Preußens. Das ist hier Otto der Vierte. Und derzeit ist es Wratislaw der Sechste. Wie gesagt, auch aus dem Hause der Greifen.
ein König, der hier seit 14 Jahren regiert. Er ist gutherzig und ein naiver Enthusiast. Ob das funktioniert mit Preußen, das werden wir sehen, wenn wir das nächste Mal bei ihm sind. Also, das war's und nun folgt noch Äthiopien im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.